Schwarzarbeit, Steuerhinterziehung. Das sind die Geschichten der Fahnder. Um 4 Uhr früh ist den Zöllnern aus Wiener Neustadt ein ukrainisches Schmugglerfahrzeug in die Fänge gegangen. Abgesehen von unerlaubten Milchprodukten und Alkohol finden die Zöllner 17 Stangen Zigaretten, die zwischen den Lebensmitteln versteckt waren. Das ist euch eine Freimenge. Das könnt ihr euch mitnehmen. Das gehört dir. Das gehört euch. Das könnt ihr mitnehmen. Das ist schon fertig. Was habt ihr, Mani, mit? Geld? Das ist Mani. Nimmst du mit? Euro. Wie viele? Ja, wie viele? Wie viele, Mani? Wo ist er? Da, das kriegst du. Okay. Alter, du hast sieben. Na? Alter, du hast sieben. Ja. Na, sieben. Das ist alles? Aber jetzt sind wir so. Italiener fahren? Ja. So, geht schon. Das ist ein Bier. Ja, jetzt schauen wir mal, was wir da alles zusammenbringen, was wir da alles haben. Parlare, che capisci? Italiano? Nein, Russo, nein. Ja, nein. Das sind Bienen. Schau, was da gerade steckt. Prendi. Mit wo? Sama ein Problem. Ja. Prendi, non si muore. Prendi cura? Ja, prendi cura. Ja, gut, dann schreit, dann sind das 0,33er keine Bier, sondern Prendi cura gewesen. Geht schon. Prost! 0,33er ist ja auch ein Prendi cura. Nein, du musst doch nicht gut weg. Na, Pippa, 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 Soldi? Due Kinder, io nein, non arbeite. Nein, nix Kinder, wo ist ja für? Wo ist ja für? Wo ist Treiber? Treiber? Ja, ja. Du, Treiber? Ah, du, Loro Treiber. Ja, Treiber. Ich weiß nicht, wie ist los mit den Schmecken, aber was tun wir da mit dem? Ja. Pfann. Das geht mir nicht. Pfann. Das kennt sein. Ja, ja. Das oder das kennt sein. Ja, nimm. Das oder. Haben Sie mich verstanden? Das können Sie einräumen und das bleibt da jetzt einmal, ja? Okay. Okay, gut. Gibt's Probleme? Sie möchte das mit einpacken, also mitnehmen oder was? Das geht aber nicht, ne? Weil sie kennt, die haben kein dienstliches Zeugnis für das. Darum können sie das nicht mitnehmen. Sind das Ausreden, ja, mit denen die Leute oft arbeiten, weil sie gesagt hat, Kinder und Medizin? Nein, das ist keine Medizin, das ist ein Milch. Das ist so wie bei uns, da gibt es eine Kindermilch, eine Babymilch oder wie auch immer. Das ist, wie sie es zu kaufen bringen, das ist es selber, ne? So nett. Aber wenn sie das nicht mit, wenn sie keine Amtstier, also keine tierärztliche Bescheinigung hat, dann kann man es einfach nicht einführen. Ne? Ist so. Okay. Kinder, ich arbeite in Italien. Faktura. Kinder, Latte, Probleme, Kinder, Latte, Pharmacia. Salute, Pharmacia. Verstehen Sie, was die Dame Ihnen versucht zu erklären? Spiga. Sie will hindeuten, dass es ein pharmazeutisches Produkt ist. Ja, steht ja, ja, Pan, ja, questo farmaceutico Produkt. Ja, per Kinder, per Chiosa, io arbeite non anno. Für Kinder okay, ja, aber kein pharmaceutisches Produkt. Ja, passaporto fotografie, Kinder, che sta in Italia, io arbeite in Italia. Aber es ist eine Mil, ist das Mil? Mil, questo okay. Mil, Kinder, okay. Mil, Farmacia, questo Mil, die Farmacia. Aber Mil, ja, Mil. Ja, ja, okay, Mil. Okay, das wollte ich schon. Posso prendere? Danke. Nein, das bleibt da. Mamma mia, che nervi tieni, perché non va bene così. No, non good così, no. Questo, 6 persone, arbeiten, è mio roba mangiare, è normale. Non è good.
Am Schwechater Flughafen hat der 22-jährige Zöllner Thomas einen unerlaubten Gegenstand im Sackerl eines Passagiers gesichtet. Ja, ein Herrn. Der hat in seiner Plastik Tutti Frisch Sackerl eine Orchidee. Und die Orchidee unterliegt dem Pflanzenschutzgesetz. Und er benötigt dafür die Einfuhrgenehmigung. Und wenn er die Einfuhrgenehmigung nicht hat, sprich die notwendigen Dokumente dafür, dann darf er die Pflanze nicht in die Europäische Union einführen. Was bringen Sie mit? Ja, ich habe hier praktisch nur mein Gepäck. Kurz auf, bitte. Was haben Sie alles eingekauft? Ja, ein paar Geschenke habe ich gekauft, diese Kerzen und Blumen hier, Magneten. Das ist die Orchidee. Wir haben ein Problem mit den Orchideen. Mhm. Die Orchideen aus Thailand, Malaysia und Singapur sind verboten. Für wen haben Sie die gekauft? Ja, das war gut auch in Bangkok. Für wen? Für meine Freundin. Für die Freundin? Ja. 520 Baht. Ja, aber wir müssen die Orchideen leider beschlagnahmen. Haben Sie das gewusst, dass das verboten ist? Nein. Das ist schon interessant. Ne? Und die verkaufen dort Hunderte davon. Und sogar auch größere Verpackungen und so. Ne? Das ist interessant. Ja, okay, dann nicht zu Hause. Mache ich Foto davon und das zeige ich meiner Freundin. Das wollte ich. Das ist ja. Ja, ein Foto können Sie noch machen. Ja, das ist interessant, das habe ich überhaupt nicht gewusst, dass es verboten ist. Sind Sie jetzt verärgert, dass Sie die Blume der Freundin da zurücklassen müssen? Naja, sicher. Nach einer Woche komme ich nach zu Hause und praktisch ohne irgendwelche Informationen praktisch jetzt so eine Blume. Aber nichts trotzdem, ja. Wenn es verboten ist. Also Sie sehen das schon ein? Dass wenn das verboten ist, dass man das dann... Ja, sollte irgendwo mindestens Informationen liegen an dem Flughafen. Weil in Bangkok, die verkaufen das überall und sogar noch größere Verpackungen. Und ja, ist schon interessant, dass nirgendwo geschrieben, nirgendwo informiert, dass es verboten und praktisch man kommt und dann so ein Problem. Es liegen überall am Flughafen die Broschüren auf, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Normal sollte sich der Reisende schon als Erster informieren. Ja, jetzt bin ich schon informiert. Okay, den Koffer können Sie schließen. Ja. Die werden nur vernichtet, bezahlen müssen Sie nichts. Okay. Und Sie bekommen einen Beleg dafür und damit ist die Sache gegessen. Diese schöne Blume wird jetzt sozusagen... Die wird vernichtet, ja. Vernichtet. So schön sie auch ist. Leider, ja. You have too much alcohol with you. Not much. Why? No, it's the 5 liter, no? No, 1 liter. No, 5 liter. 1 liter. My dad is working in Embatslovakia. I'm 1 liter alcohol is a lot. I'm speaking of 5 liter. Epoch to school? I'm paid tax in Mexico. I'm not Mexican, I'm Europe. Was kriegen Sie da üblicherweise zu hören, wenn die Leute so viel Alkohol mitgenommen haben? Na ja, meistens sagen sie halt, ich war auf Urlaub, ich will es als andere Ding mitnehmen. Oder zeitweise auch, ich bin schwerer Alkoholiker. Ja, der hat gesagt, er hat in der Botschaft nachgefragt und da haben sie gesagt, er darf 5 Liter Alkohol mitnehmen. Das glaube ich ist ein Blödsinn, das ist mehr oder weniger eine Schutzbehauptung, was er sagt. Weil wenn man sich wirklich erkundigt in der Botschaft, sagen dann die Wahrheit. Ja, Missverständnis auch sein. Kein Missverständnis auch sein, klar. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, er hat unten eingekauft für sie daheim, weil es ja doch diverse Sorten von Alkohol sind. Ja, ja, ja. Das hat er halt in Duty Free gekauft, das sieht man an der Packung. Und das andere halt zum Durchkosten. Ne? Ich glaube auch nicht, dass er einen Handel damit betreibt oder was. It's free from one people, no? One liter Alkohol is free. 1 liter? 1 liter, yes. 2 liter. 1, 2, 2 liter. Ja, 2 liter. Okay. I've give you
Your wife, 2 liters free. 2 liters, ja. No, 2 liters, si može. Ja. 2 is free. Ako bez tax. 2 liters, ja? No, ja, 2 liters. Dobre, ja. Ale toto sú živé naše 2 liters. What do you want to order? No, SOS duty free. This is duty free. It doesn't matter. Počkej. It doesn't matter if it is from the duty free. To je všetko jedno, duty free i... To je jedno? To je jedno. Ale ako keď to kupujem tu na ledisku? Ne, ne. Öflaschen sind sie. If you want to get the alcohol back, yes, you have to pay 135.20 euros. No. This is for a no good price. This is price very, very big price. Eh? Very, very no good calculation. In Wiener Neustadt versucht der Zollteam-Experte Walter Lechner, die Strafe für die geschmuggelten Zigaretten und den Alkohol einzutreiben. Meine, Kollege? Meine, was soll ich heute sagen? Bitte, ich habe meine Groschen. Doch, ja. Ich habe meine Groschen. Ich habe meine Groschen. Ich habe meine Groschen. Украина. Да. Вайро. Вайро, папа. Банки. Что, дати си у мене щось? Скільки тебе? Луйнонче. Я вважаю. То ще ж на дорогу надо туди назад. Нафта, пан, нафта. Йо, ти си. Euer Problem. Zuerst können wir die ganze Aufkommen strafen und dann erinnern wir uns nach. Das ist der 60. Gut. Ja, wir müssen aber bei den Gutschi, bitte weg. Ja, werden wir mal schauen. Das ist hier da. Ja. Ich glaube, das wird sich nicht ausgefallen. Ja. 13, das sind 600 Punkte. Die Geräten sind hoffentlich. Ja. Das ist okay. Das, was wir einbrochen, ist ein bisschen über 600. Alles, was wir ihnen einmal geben, ist irgendwie drinnen praktisch. Ne? Zigarette, Alkohol, komplett. Alkohol, nein. Na, was ist Alkohol? Was ist denn da? Was ist Alkohol pan, drin? 5 Personen, 10 Liter. 5 Liter. Flopte, schon noch ein bisschen Alkohol. Alkohol haben wir aufgeschrieben, wie viel Liter. Nein, Pan, Alkohol. Alkohol, nein. Schau. Alkohol, nein. 5, ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5, ja. Nein. 10 Butelli. Nein. Alkohol, nein. Sie haben Faktüre, das ist gewerblich. Nicht für Sie, Alkohol. Für Sie, für ihn und für ihn. Das ist gewerblich, dieser Alkohol. Das ist gewerblich. Alkohol? So, ist gewerblich. Nein. Na, was denn? Nein. Alkohol, nein. Alkohol. Frischstein. Frischstein. Nicht verstehen. Dann wäre es mit den anderen Flaschen, das ist nicht. Nein, kostet nur Alkohol. Kostet Bira. Bira. Wenke Bira für uno. Für Pan. Wenke. Litri. Ja. Особа, ай, особа, чинка я усім. Ми гам але офішив. Переводчика треба їм давайте, все. Ашпет, ай. Ми гам але офішив, віфіл бір, віфіл алкоголь. Ашпет, переводчика, я нон тепіто, ти лу парла, а мі особа руса, ке тепіш. Ай, особа руса, ке тепіш. Es ist dann ein bisschen anstrengend, wenn man schon bis in die frühen Morgenstunden arbeitet und dann hat man noch solche Probleme. Na, das ist ja mit das ist so, ne? Wir wollen halt mit allen Mitteln, dass wir das irgendwie. Nein, nicht gut. Alkohol, non c'è, non è good. Yeah. No, non è good.
Was passiert, wenn sich die Person weigert zu zahlen? Si devo parlare, dann wird, dann nehmen, müssen sie den Alkohol wieder rausgeben, der wird dann auch konfisziert. Konfiszieren. Dove? Mit, sie müssen das bezahlen. Warte, Bira, non è Alkohol. Okay, Bira. Ja, Bira. 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 Perché ridere? Perché vuoi ridere? Non siamo noi a parlare, che voi non capite. No, devo ridere. Io non rubo. Ruhe. Ok. Nicht reden, ja? Io, signora, non devo ridere. Ok. Non si deve. Io sono stata da 10 secondi.